So, da ist unser Windows Server 2022. Mittlerweile die dritte Installation. Den Core steht zur Verfügung. Die Domain-Controller haben wir uns eingebaut. Und jetzt habe ich mir hier eine Maschine gebaut, die alle neuen Features auch für das entsprechende Windows Server 2022 Betriebssystem mitnehmen soll, nämlich die Verwaltung über das Admin Center. Hierzu benötige ich natürlich noch diverse Serversysteme, die ich aus dem Active Directory hinzupflegen wollte. Ich bin angemeldet als Administrator und hier den Core, der Windows 2022 hat. Das ist der Domain-Controller neu, das ist der Domain-Controller 2019 und die füge ich jetzt mal hinzu. Warum dieses Windows Admin Center? Es gibt diverse Features, die nur vom Windows Server 2022 verwendet werden. Mein Konto hier reicht nicht, muss also hier tatsächlich ordnungsgemäß meinen Benutzernamen eingeben, aber das ist ein einmaliger Vorgang, den ich für alle Verbindungen speichern kann. Der Sinn und Zweck, warum das überhaupt von mir geliebt und favorisiert wird, das Admin Center, ist ein sehr standardisierter Zweck, nämlich den HEALS-Modus, das heißt die entsprechenden Monitore und den Update-Umfeld auch zu erhalten. Das sind Leistungsindikatoren inklusive später die Sicherheitsindikatoren, die hier von Diensten bereitgestellt werden. Azure habe ich nun mal hier nicht zur Verfügung und hier haben wir unsere Erweiterungen und die ich jetzt natürlich erstmal betrachten möchte. Active Directory finde ich gut. Dann finde ich sicherlich gut Containers in der Zukunft. Container sind ja im Windows Server 2022 kleiner, überschaubarer als in den 2019 oder Vorgängerversionen. Auch das müssten wir dann natürlich mal testen. Man kriegt sehr wohl mit, dass hier sehr viel explizit für die Serverumgebung bereitgestellt wird. Und da ist hier System Insights für mich die beste Möglichkeit. Auch später die Umgebung zu haben. Ich stelle aber gerade fest, wenn ich meinen System Insights wähle, ist eine Umgebung, die prüft im laufenden Betrieb zu bestimmten Uhrzeiten in der Regel alle 24 Stunden, wie sich denn das System verhält. Ich habe hier noch nicht installiert. Die Tools, also die VMware-Tools. Ich nehme das jetzt mal als wichtige Startseite mit hinzu.
Das war die Installation. Packe mir jetzt mal die VMware-Tools da drauf, die für herunterfahren, starten, restart, laufende Konfigurationsänderungen, sofern sie denn machbar sind. Autostart ist deaktiviert. Auch eine der kleinen wichtigen Änderungen bezüglich Sicherheitsumgebung. Für mich ist es wichtig, dass das Admin Center quasi für mich die Basis darstellt. Containermanagement ist ansonsten nicht realisiert, außer auf PowerShell-Ebene und CMDNets. Aber wir sind ja alle so sehr an die Maus gewöhnt, dass uns das doch teilweise stark unter Umständen das Wort hinderlich jetzt zu benutzen, ist vielleicht nicht so schön und stark von der Zeit her belastet. Ja, es gibt natürlich viele, die gehen in die PowerShell und der ist ihr tägliches Brot und sie können auch sehr gut damit arbeiten. Das verstehe ich auch zur Vollautomatisierung. Auch diese Dinge sind neu, diese Informationen. Ich starte jetzt den Rechner neu und wir werden uns dann später mit dem Admin Center noch weiter beschäftigen. Soll mal hier weit, soweit gut sein. Wir gucken mal, was unser Host macht, wie er sich denn verhält. Ja, also die Last ist aufgrund der vielen Installationen. Wir erinnern uns, ich habe hier einen Core installiert. Ich habe jetzt den Domain-Controller abgedatet. Ich habe einen neuen Admin-Server. Hier steht dann auch noch mein Proxy. Das ist der alte Core. Wichtig ist für mich zwischen Core 1 und Core 2, wie sich denn die Belastung darstellt. Wir sehen aber hier schon, wenn ich hier den Core 1 betrachte, Host-Arbeitsspeicher 204 und hier 407, bedeutet, dass hier in den Einstellungen selbstverständlich hier nur 2 GB vorgesehen sind. Ja. Und auf der Umgebung des Core 4, da bin ich doch tatsächlich bei 4 GB gelandet. Das ist das, was die Maschine mir sagt, was sie vorgeschlagen hat hier. Hier stehen 4 GB, finde ich noch ein bisschen übertrieben, aber ich habe hier eine NFS-Freigabe, eine SMB-Freigabe implementiert, die ich später natürlich auch verwenden möchte. Ich habe mir gedacht, die 4 GB sind okay, vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? So als reiner File-Server auf Core-Basis, vielleicht etwas overdrived, aber in der Zukunft einfach mal betrachten. Wir wollen ja Vergleiche haben zwischen 2019 und 2022. Der AD-Server sollte jetzt wieder gestartet sein. Eigentlich, ne, er ist noch am Starten. Das geht aber recht zügig. In der Domäne sind so gut wie keine Group-Policy-Objekte, die beim Start geladen werden und dann damit diverse Einschränkungen durchführen könnten. Vorhanden, so dass wir hier davon ausgehen können, dass dieser Restart etwas zügiger geht. Das Wort zügig ist in diesem Zusammenhang nicht mit schnell zu interpretieren. Ich habe hier, wie gesagt, nur ein Intel Core und ein NUC mit einem Core i7 der 5. oder 6. Generation, also wirklich schon ein bisschen in die Zeit gelaufen, zum Testen, zum Videos machen und meine eigene Domainstruktur hier zu fahren, reicht das absolut aus. Und ich kann damit sehr gut leben. So, ich werde jetzt mal mich anmelden. Ordnungsgemäß natürlich an der Domäne, sonst ist das keine gute Entscheidung. Ich mache das, wie gesagt, gerne immer
über meine Umgebung des VPN-Namens. Es ist eine Gewöhnungssache, das habe ich in den letzten Jahren immer so gehalten und das war auch sehr positiv und auch sehr zufriedenstellend. Wichtig, Admin Center läuft ja nur mit Chrome oder Edge. Edge ist grundlegend als Browser Bestandteil von Microsoft Windows Server 2022. Internet Explorer ist nur noch ein sogenannter Kompatibilitätsmodus an Bord. Alles andere läuft über den Edge-Browser mit Chromium-Unterbau. Das ist auch nicht uninteressant. Und oh, sehr nett, schön frisch hier. So, ich probiere es nochmal. Was mich ein bisschen irritiert gerade, waren die Auswahl der des Insight-Systems. Das hätte schon da sein sollen. Das ist ja ein Server 2022. Auch das hätte gespeichert sein müssen, ne? Also da ist doch einiges wo ich mir sage, ja, Azure, wie gesagt, bin ich nicht aktiviert, ist natürlich viel mit Azure verbunden. Container habe ich installiert, hat er erkannt. Aber hier fehlt doch einiges. SMB1. Da ist nichts drin in der Leistung ausgeglichen. Oh, das ist okay. Ich verstehe es momentan nicht, dass die Inside-Komponenten noch nicht da sind. Auch das mit dem Nick-Teaming finde ich momentan nicht zufriedenstellend. Ach so, ja. Ich gehe einfach mal davon aus, dass dieses Feature installiert ist. Das ist vielleicht ein Trugschluss. Also Microsoft Insights als Feature oder Rolle fällt mir momentan nicht auf. Ich weiß aber, dass in der Preview-Version alles zur Verfügung stand. Bin doch jetzt etwas irritiert. Okay, Dienste. Auch hier überprüfe ich mal gerade, ob denn Diagnostics, Diagnose-Hubs, nee, das ist nicht. Microsoft Windows Server Insights. Also das Suchen führt momentan mal zu keinem Ergebnis. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt drei
2022 Systeme und können sehr zufrieden sein mit dem, was uns bis dato auch von der Stabilität zur Verfügung gestellt wird.